Kapitel 10 Der alte Yusuf und das Weltgeschehen. Nach diesen interessanten Gesprächen fragte ich Yusuf darüber, was er vom aktuellen Weltgeschehen hält. Yusuf wurde sehr ernst und schwieg eine geraume Zeit, dann sagte er: Das ist etwas, das mich eigentlich am wenigsten interessiert. Ich beschäftige mich lieber mit dem Himmel als mit der Welt. Doch ich verstehe auch, dass dich das interessiert, lebst du doch in der Welt. Hier auf Erden haben wir Glaube, Hoffnung und Liebe. Am größten unter ihnen ist die Liebe. Sie dauert in Ewigkeit. In eben dieser Ewigkeit, wenn wir diese Worte beherzigen, erlangen wir dann wahren Frieden und die Freiheit in Jesus Christus. Sich mit der Welt zu beschäftigen bedeutet immer, sich mit dem Bösen zu beschäftigen. Das hat auch Jesus erfahren. Da führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche der Erde, und er sagte zu ihm: All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir, Jesus, geben, denn sie sind mir überlassen, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm: In der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Lukas 4, 5-8. Die Welt ist den Händen Satans überlassen. Er lenkt die Gedanken der Menschen weg vom ewigen Himmel hin zur vergänglichen Welt und somit in seine Klauen. Nichtsdestotrotz haben wir eine Verantwortung in und für die Welt. Die Völker gerieten in Zorn, da kam dein Zorn, o Gott, und die Zeit, die Toten zu richten, die Zeit, deine Knechte zu belohnen, die Propheten und die Heiligen und alle, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, die Zeit, alle zu verderben, die die Erde verderben. Offenbarung 11,18. Wir können uns von Wahlen und Abstimmungen nicht einfach zurückziehen. Wir sind verpflichtet, immer die zu wählen, welche am nahesten beim Willen Gottes sind, den wir nun ja ausführlich behandelt haben. Es wird jedoch eine Zeit kommen, in der uns nicht zuletzt durch die heute mögliche Technik der totalen Überwachung diese Freiheit erst schleichend und letztlich über Nacht genommen sein wird. Lasst euch durch niemanden und auf keine Weise täuschen. Denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. 2. Thessalonicher Brief 2,3-4. Er wird der Antichrist sein. Es wird nicht ein religiöser Führer sein, sondern ein Staatsmann, einer, der sich die Macht über die ganze Erde sozusagen über Nacht erschleicht und sich danach auch zum religiösen Führer einer Einheitsreligion erklären wird. Satan bereitet diesen Weltstaatsstreich schon seit langem vor. Er hat treue verbündete Menschen, die sich von ihm belügen lassen haben und alles minutiös planen und vorbereiten. Die menschlichen Drahtzieher sind unter den 2% der Menschen zu suchen, denen 98% des Kapitals, also der Macht, gehört. Natürlich können sie dies nicht ohne Hilfe von anderen aus der Gruppe der 98% der Bevölkerung tun. Da wandte ich ein: Das klingt jetzt aber doch sehr nach Verschwörungstheorie, oder? Yusuf blickte traurig in meine Augen und meinte: Meinst du, Satan hat nur eine Theorie? Die Macht auf dieser Erde gehört seit dem Sündenfall im Paradies ihm, und er gibt sie, wem er will.
Er tut dies durch Abhängigkeiten an das Vergängliche, durch kleine Gunsterweise, indem er Gewalttat, Mord, Diebstahl, Korruption und alles Böse scheinbar mit Erfolgen belohnt. Wer nun etwas sein eigen nennt, der hat unweigerlich Angst, dass es ihm gestohlen werden könnte. Satan arbeitet grundsätzlich mit der Angst um irdischen Verlust und betrügt so die ganze Menschheit. So schürt er Hass und Streit, nicht nur zwischen einzelnen Menschen, sondern auch zwischen Regierungen und Bündnissen. Dies führt dann zu immer mehr Überwachung. Erst der fremden Regierungen und Bündnisse, dann von jedem Einzelnen. Schau, wenn ich in diese Kirche gehe, weiß es niemand, denn ich besitze weder ein Auto noch ein Mobiltelefon oder Ähnliches. Doch von dir weiß die halbe Welt, dass du hier bist. Über dein Mobiltelefon bist du lokalisierbar, fast auf den Meter genau. Das wird noch schlimmer kommen. Im Zweiten Weltkrieg mussten alle Juden einen gelben Stern tragen. Wer einen trug, wurde verfolgt. Wenn ein Jude untertauchen wollte, konnte er das noch relativ leicht tun. Ausweise waren noch leicht zu fälschen, und schon konnte er irgendwo als Reichsdeutscher wieder auftauchen. Mit der heutigen Technik ist es möglich, jedem ein Gerät einzupflanzen, das von jedem Satelliten im All und von jedem Sendemast auf dem Land geortet werden kann. Nur noch wenige Jährchen, und der Terrorismus wird derart zur Plage werden, dass die Leute in ihrer Naivität glauben werden, so ein Gerät biete ihnen Sicherheit, da man dann die Terroristen sofort identifizieren könne. Dies ist keine Theorie. Bei Hunden wird das ja bereits gemacht. In einigen Ländern sind jetzt sogar die Katzen dran. Irgendwann wird es ein Gesetz geben, das die Finanzierung von Terroristen verhindern soll, und das Bargeld wird verboten werden. Anfangs wirst du noch mit einer Kreditkarte bezahlen können, doch du wirst nicht mehr über die Grenze gehen können, ohne ein solches Gerät. Schließlich werden dann aus Gründen der Rentabilität auch die Kreditkarten abgeschafft werden, und du wirst nur noch mit diesem Gerät in deinem Körper bezahlen können. Nun weiß der Staat sogar, was du für Brot bevorzugst, ob Vollkorn oder Weißbrot. Du wirst geortet werden können, und der Staat weiß, in welcher Kneipe du bist, ob du am Arbeitsplatz bist oder auf dem Fußballplatz. Letztlich weiß er auch, ob du in einer Kirche bist, in einer Moschee oder in einem Tempel. Doch dann wird es bereits zu spät sein. Wer dieses Gerät in sich hat, ist bereits verloren. So sagt es auch die Schrift. Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang es, das Tier, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anzubringen. Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Offenbarung 13, 16-17. Die Zahl ist 666. Diese Zahl ist nicht willkürlich gewählt. Diese Leute, die hinter diesem Weltkomplott stehen, sind in Geheimgesellschaften, die sich auf König Salomo berufen und ein irdisches Reich mit irdischen Reichtümern wollen, wie er es damals hatte. Das Gewicht des Goldes, das alljährlich bei Salomo einging, betrug 666 Goldtalente. 1 Könige 10, 14 bzw. 2. Buch der Chronik 9, 13. Aber das Tier wurde gepackt und mit ihm der falsche Prophet. Er hatte vor seinen Augen Zeichen getan und dadurch alle verführt, die das Kennzeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Bei lebendigem Leibe wurden beide in den See von brennendem Schwefel geworfen. Die übrigen wurden getötet mit dem Schwert,
das aus dem Mund des Reiters kam, und alle Vögel fraßen sich satt an ihrem Fleisch. Offenbarung 19, 20-21. O, sie sind von Satan so verführte Verführer. Darum klammere ich mich mehr an den Satz, denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Römerbrief 8,19. Und die Söhne Gottes sind die, welche zwischen Gott und den Menschen Frieden stiften. Schau den 7. Artikel an. Yusuf ergänzte noch: Der Umgang mit allem kann nicht in richtiger Art und Weise gepflegt werden, wenn das Gewissen des Menschen außer Acht gelassen wird. Ob man vom Begriff nur als Mitwissen ausgeht, ihn also als inneres Wissen bzw. Bewusstsein seines Handelns versteht, als Selbstbewusstsein mit Wissendwerden von sich selbst, oder ob man die verschiedenen Einstellungen und Erwartungen an die Wirklichkeit des sittlichen Lebens in den Begriff einschließt, ist zuvörderst unwichtig. Wichtig ist, dass der Mensch grundsätzlich weiß, was er tut und dazu stehen kann, sich somit seines Handelns gewiss ist. Das Gewissen veranlasst den Menschen zu unmittelbarem Bewusstwerden seiner selbst. Es macht ihn seines Handelns als das seines eigenen Selbst bewusst, und zwar als seines Selbst, das in Konflikt ist mit sich selbst. Erst wenn der Mensch sich seines Tuns bezüglich der Welt und Gott sicher, eben gewiss ist, besteht eine fundierte Möglichkeit einer Bewertung seines Handelns hinsichtlich der Richtigkeit und oder der Gutheit desselben. Somit kann das Gewissen als die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist, verstanden werden. Das alleinige Bewusstsein seines Handelns, vor allem aufgrund der warnenden Stimme des Gewissens, wird für den Menschen letztlich fruchtlos bleiben, wenn er aus seinem Handeln nicht Schlüsse zieht, die dieses gegebenenfalls verbessern. Das alleinige Wissen über den Inhalt eines Handelns bleibt fruchtlos, wenn dem Mitwissen nicht eine innere Wertigkeit zu eigen ist, die den Antrieb für eine Korrektur des Handelns darstellt oder diesen zumindest bilden kann.